unserer Praxis führen sehr viele Nasennachkorrekturen durch. Und bei diesen Nasennachkorrekturen fehlen schon mehrere Teile in der Nase, die durch die Voroperation entfernt worden sind oder verschiedene Narben haben Teile der Nase verschoben. Einer von den wichtigsten Transplantaten, die wir benutzen, um die fehlenden Teile zu ersetzen, sind die Rippentransplantaten. Rippentransplantat hat deutlich mehr Knorpel als der weiche Muscheltransplantat und gibt notwendige Stabilität, die wir leider nicht in der Ohrmuscheltransplantat oder aus der Nasenscheidewand, falls noch was geblieben ist, dass wir das verwenden können. Ein kleiner Schnitt, ca. 2 cm unter der rechten Brust und über 90% der Fälle meine Patienten haben so gut wie keine Schmerzen nach der Operation. Daher ist der Rippentransplantat für mich der Transplantat der Wahl.